Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von DNS Tech Pack mit mir, dem Kira. So, wir sind eigentlich quasi wieder in einer Stream-Vorbereitungsphase, da am Freitag ab ca. 16 Uhr ein weiterer Stream kommt. Ich werde es noch in der nächsten Folge sagen. Bestimmt. So, wir sind jetzt eigentlich da gerade dabei, Concrete herzustellen. Beziehungsweise, wir haben erstmal die Maschine wieder aufgebaut. Ich habe mal hier hinten kurz gezeigt, wie ich das machen werden wollen würde zwischen den Folgen oder dann halt im Stream. Das sind 18 Garden Cloches, das sind 36, 72 Garden Cloches müssten lang. So. Genau, ich habe noch ein, zwei Sachen, die raus können, wie zum Beispiel dieser Pfeil. Müsste man mal eine Trashcan machen. 2108 Karotten. Okay. Concrete, Green. Genau, da ging auch Kaktusgrün. Sehr schön. Allerdings, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen mit dem E-System befassen. Dass wir den Controller. Hier unten hin erstmal setzen. Ich muss mal kurz gucken, wo wir hier rauskommen. Hier. Da muss ich gucken, dass ich hier drüben rauskomme. Beziehungsweise kann ich ja gucken, dass... Schade, dass es keine Fassaden gibt. Einfach nur mal kurz gucken. Cover? Doch. Wir können es machen, da brauchen wir bloß Cable Anchor. Muss ich noch Nickel Ingot machen? Oder? Ach, es geht jedes Ingot. Gut. Dann könnten wir hier sozusagen einen kleinen Crafting-Tisch hinmachen. Sozusagen. Können wir dann hier ein paar Smart Cables machen, grüne Smart Cables. Ne, doch, das musste sein. Der muss bleiben. Jetzt hier ein paar Smart Cables machen. Ich gucke mal. Smart. Und jetzt nehme ich mir mal ein. Ich brauchte 8 davon. Smart. Habe ich keine Wolle mehr? Doch. Genau. Okay, ich muss noch so ein Cover machen. Dann
Wie schön, und jetzt kann ich mir meine. Davon, und jetzt kann ich mir hoffentlich meine grün machen. Dankeschön. Denn da müsste es eigentlich theoretisch. Genau, grün. Cool. Je nachdem, wie die anderen Farben haben wollen, könnt ihr es ja gerne dann haben. Packen wir meine hier rein. Cable. Da hat dann jeder sein farbiges Terminal. Und es macht nichts. Wegen hier und. Die können doch dann nochmal weg. So. Ja, jetzt habe ich natürlich kein ME-System mehr. Deswegen muss ich mir doch nochmal wieder eins abzwacken. Dass ich schon ein bisschen an ein Kabel rankomme. Cable, die wir natürlich nicht haben. Ich hoffe mal, die langen. Ja, ja, typisch. So, dass wir hier den ersten Controller hinsetzen. Dann müssen wir natürlich noch nach Strom nach unten ziehen. Okay, das mache ich mal ganz kurz mit der Hand kaputt. Gut, so geht das auch. Sehr fein.
Dann machen wir nämlich den hier so lang. Und dann können wir halt. Hier die erste Schrankwand beginnen. So, sind drin, sehr schön. Funktioniert. Und dann können wir nämlich hier zubauen. Wir haben ja wieder Konkret jetzt wieder bekommen. Beziehungsweise könnten wir hier eigentlich einen Wartungsschacht Eingang lassen. Gut, dann können wir das auch alles nach unten verlegen. So. Gut, ich muss noch rauskommen. Und das ist Charged Service Quartz. Den nehmen wir doch gerne mit. Können wir nämlich das hier hinten dann doch noch abreißen. So, gut. So, ME verlegt. Da sieht es auch dann nochmal ein bisschen extra. Wesentlich schöner aus. Dann machen wir hier den Wartungseingang. So, damit ich mir merken kann. Hier kommen Schränke rein, hier kommen dann Fassaden drauf. Hier setze ich erstmal eine Fackel hin. Hier auch am besten. Nur, dass wir hier unsere Schränke haben, hier noch ein paar Schränke.
dass man dann hier hinten, weiter hinten. Ich verbaue mich immer wieder gern. So, bis hierhin geht der Controller, den lasse ich deswegen erstmal noch frei. Ja, 5x5, ne, jetzt. Echt? Um 1 verzählt? Nein. Gut, machen wir halt so. So, da ist ja 5x5. Dann machen wir dann hier eine Zweiertür nur rein. Langt ja auch vollkommen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal hier dann die Kabel durchziehen. Am Anfang muss das. Da wir noch keinen weiteren Controller haben. So, ein bisschen Technik mehr machen hier. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gerätschaften, die wir dann halt auch mit einem ME-Interface verbinden wollen, beziehungsweise was ich gerne möchte. Dass wir halt das dann später auch noch mit Autocrafting versehen können. Möchte ich das in eine Wand einlassen? Ja, das möchte ich. So, dann haben wir 4, 5, 6. Dann lassen wir nach hinten auch 2 frei. Ja, jetzt hat man eine Tonne an Kohle abgebaut. Super, hier. Holy moly. War ein großes Kohlevorkommen. Gut. Und dann kommt hier der Crystal Grove. Und eigentlich langt das, wenn es eins dran ist. Okay, mal kurz gucken. Hier ist Engineer. Zweimal Engineer. So, machen wir hinten den. Die 4 raus, die 4 rein. Hier vorne haben wir Silikon. Calculation, Engineer und es fehlt Logic. Hat jemand den Logic-Prozessor rausgenommen? Logic, genau. Den Charger müssen wir auch noch irgendwo hin platzieren. Gut. Und ich habe natürlich den Konkret rausgeworfen.
man ja mal ganz kurz schauen können, wie das aussieht. Man muss sich allerdings halt noch an das Kabel wegdenken, weil da kommt ja ein ME-Interface hin. Und ich sage Zeit 20 Minuten. Ja. So, Concrete bitte. Da können wir auch gleich mal ein paar Lampen mit rein platzieren. Da ja hier auch die Wand ist. Ich könnte den jetzt mal auf schnell stellen, allerdings da haben wir zu viel zum Neubauen, deswegen mache ich das mal nur ganz kurz manuell. So, und da sind dann die ME-Interfaces, das Kabel sieht man dann nicht. Muss die Decke doch noch eins rausheben. Ja. Ich glaube mal hier hätte ich mir sparen können. Dann mache ich das mal ein bisschen versetzt. Ja. Wir können eigentlich mal kurz gucken. F7 sagt jetzt nichts. Sehr schön. Und ja, das Handy in der Aufnahmerunde ist immer schön. Hier werden wir noch später anderen Concrete reinmachen. Wir lassen sie eigentlich gerade hier mal ein bisschen durch. Könnte man es eigentlich sogar noch einfach nur, weil wir es können und noch ein paar Lampen haben, die ich mir blöd gecraftet habe. So setzen. Läuft. Und hier drüben werden wir dann andere Maschinen machen. Oder gar keine, je nachdem. Da geht es um einen anderen Raum. Hier sind Disketten drin. So. Allerdings würde ich erstmal mit diesem Blick sagen, danke fürs Zuschauen, hat euch gefallen, kommentiert, abonniert, liked, ansonsten sage ich es vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.